Darf mein Kind schon Fortnite spielen? Ab wie vielen Jahren ist Fortnite geeignet? Schadet es meinem Kind, wenn es Fortnite spielt? Soll ich es meinem Kind verbieten? Wird es da nicht ausgeschlossen in der Schule? All das sind Fragen, die immer wieder an mich herangetragen werden. Ja, und genau darum geht es in diesem Video. Ich möchte euch einen kurzen Einblick darüber geben, was Fortnite überhaupt für ein Spiel ist. Worum geht es in dem Spiel? Wie sieht das Spiel aus? Ich zeige euch einige Spielausschnitte, die euch einfach einen Überblick verschaffen sollen über das Spiel und euch dabei helfen sollen, eine Entscheidung zu treffen für euer Kind. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wenn ihr Lust habt, würde ich mich über einen Like freuen oder wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ab wie vielen Jahren ist Fortnite geeignet? Ja, die offizielle Altersempfehlung ist 12 Jahre. Das heißt, man geht davon aus, dass Kinder in dem Alter von 12 Jahren in der Lage sind, dieses Spiel zu verkraften. Es ist aber nur eine Empfehlung. Entscheiden müssen es letztendlich die Eltern. Warum ist es ab 12 Jahren geeignet oder schon ab 12 Jahren geeignet? Das erklärt sich vor allem daraus, dass in dem Spiel ja die Figuren, die Gegner zwar erschossen werden, allerdings fließt dabei kein Blut, sondern sie verschwinden wieder in der sogenannten Lobby. Das heißt, sie lösen sich einfach auf. Aus diesem Grund ist es im Gegensatz zu anderen Spielen, die ja ähnlich verlaufen oder die ähnliche Spielidee haben, schon ab 12 geeignet, weil einfach auf die Darstellung von Gewalt verzichtet wird und vor allen Dingen auf das Blutverspritzen verzichtet wird. Ja, die Idee des Spiels ist relativ einfach erklärt. Man landet mit einem Fallschirm auf einer Insel zusammen mit 100 anderen Spielern und es geht einfach darum, als Letzter übrig zu bleiben, also als Letzter zu überleben. Das schafft man, indem man möglichst viele Gegner ausschaltet. Zusätzlich kann man in dem Spiel noch verschiedene Waffen einsammeln und Materialien, die man zum Bauen von Verteidigungsanlagen nutzen kann. Ja, wer als Letzter überbleibt, hat den sogenannten Battle Royale geschafft und hat die Runde gewonnen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit mehreren sich zusammenzutun. Bis zu 4 Spieler können ein Team bilden und sich dann per Internet über Kopfhörer und Mikrofon unterhalten. Entweder spielt man alleine, zu zweit, zu dritt oder zu viert. Aber die Idee ist immer wieder, entweder als letzter Einzelkämpfer überzubleiben oder als letztes Team das Ganze zu gewinnen. Was kostet das Spiel überhaupt? Tatsächlich ist es ein sogenanntes Free-to-Play-Spiel. Das heißt, man kann es sich umsonst auf seine PlayStation oder andere Spielkonsolen, PCs herunterladen und tatsächlich umsonst spielen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, in dem Spiel sich noch verschiedene Items zu kaufen. Also seine eigene Figur, seinen eigenen Skin abzudaten mit verschiedenen anderen Skins. Das heißt, man kann auch verschiedene Rucksäcke kaufen, verschiedene Lackierungen für seine Waffen, verschiedene Fallschirme und so weiter. Außerdem hat es sich eingebürgert, dass verschiedene Tänze oder Bewegungen von den Skins dargestellt werden können, auch im Spiel. Und viele Kinder und Jugendliche sind ganz heiß auf diese Tänze und Bewegungen. Die kosten allerdings extra. Man bezahlt das Ganze mit der sogenannten mit der digitalen Währung, den sogenannten V-Bucks. Diese muss man natürlich gegen echtes Geld erwerben und kann dann zum Beispiel für 1000 V-Bucks sich eine neue Figur kaufen, die man dann im Spiel nutzen kann. Wichtig zu wissen ist aber, dass all diese zusätzlichen Elemente, die man kaufen kann, einem keinen Spielvorteil bringen in diesem Fall. Es ist einfach nur eine optische Geschichte, die da zu tragen kommt und das der Spielcharakter, den man halt besitzt, halt unterschiedlich aussehen kann. Damit ihr euch einfach mal ein Bild verschaffen könnt, worum es in Fortnite genau geht und wie das Spiel aussieht, werde ich euch jetzt gleich ein paar Spielszenen zeigen. Wir spielen zusammen eine Runde Fortnite und am Ende des Videos gebe ich euch noch ein paar Tipps zum Umgang mit Fortnite, falls eure Kinder schon spielen oder ihr eure Kinder spielen lassen wollt. Ja, welche Regeln kann man aufstellen und so weiter. Das werdet ihr alles am Ende des Videos sehen. Jetzt aber erstmal rein in das Spiel. Ich habe das Spiel jetzt gestartet und das ist die sogenannte Lobby. Hier könnt ihr also sehen, welchen Skin, also welche Figur euer Kind gerade spielt. Hier kann man verschiedene Spielarten auswählen und sich auch mit Freunden treffen. Das machen wir jetzt einfach nicht. Wir gehen jetzt einfach direkt rein ins Spiel und spielen eine Runde
ganz normal Battle Royale, also einer gegen alle. Jetzt befinden wir uns am Anfang des Spiels. Wir fliegen in dem sogenannten Partybus zusammen mit allen anderen Spielern über die Insel. Hier hat man jetzt 30 Sekunden Zeit, um einen Absprungpunkt sich auszuwählen und dann auf der Insel zu landen. Offensive Spieler landen meistens direkt in den größeren Städten, wo die meisten Gegner landen. Eher defensive Spieler landen im Hinterland oder in kleineren Städten. Ich springe also jetzt ab und versuche, eine Stelle zu finden, wo vielleicht nicht allzu viele Gegner auf mich warten, da ich natürlich auch nicht der beste Spieler bin. Ihr seht also, ich fliege jetzt mit meinem Fallschirm auf dem Rücken hier runter auf die Insel. Der Fallschirm öffnet sich irgendwann automatisch, sodass man dann richtig landen kann. Und ich lande jetzt einfach mal hier in der Nähe dieses Hauses. So, jetzt renne ich zu dem Haus in der Hoffnung, dass ich dort Waffen finden kann. Mit der Spitzhacke kann ich Holz oder Metall oder Stein abbauen, das sich dann in meinem Inventar sammeln wird. In diesen Schatztruhen sind immer nützliche Gegenstände zu finden, zum Beispiel Waffen oder Schildtränke. Hier waren jetzt zum Beispiel eine Waffe drin. Okay, das hat sich schon erledigt. Ich bin gestorben. Versuchen wir eine neue Runde. Ja, ihr seht, manchmal ist das Spiel auch ganz schnell vorbei. Es waren jetzt vielleicht 2 Minuten, wenn überhaupt. Wenn man allerdings bis zum Ende durchhält, dann kann eine Runde durchaus schon mal eine halbe Stunde dauern. Ich lande jetzt zufälligerweise wieder an dem gleichen Haus wie eben. Hier finde ich zum Beispiel schon meine erste Waffe, die ich jetzt in mein Inventar lege, um gewappnet zu sein, falls der nächste Gegner sich nähert. In so Häusern findet man meistens nützliche Dinge. Dies ist ein Schildtrank, den ich auch sofort trinken werde, damit mein Schild sich auffüllt. Das sieht man in der blauen Linie unten und im blauen Balken unten. Der ist jetzt auf 50% und der grüne Balken bedeutet einfach, deine Kondition. Also wenn die Kondition auf 0 ist, dann ist es leider aus. So, hier scheint jetzt kein Gegner zu sein. Das heißt, ich kann in Ruhe hier in Munition sammeln, weitere Waffen, weitere Schildtränke oder Schatztruhen öffnen. Ja, da habe ich gleich noch einen Schildtrank gefunden. Den nutze ich auch direkt. Denn dann ist mein Schild auch bei 100. Und ich kann noch eine weitere Waffe aufnehmen. Ja, die Waffen kann ich natürlich wählen. Jetzt ist hier im Haus, glaube ich, erstmal nichts mehr zu holen. Deswegen gehe ich mal raus. Oh, das war falsch. Gehen wir mal ordentlich die Treppe runter. Ja, oben rechts in der Ecke seht ihr die Landkarte. Da sieht man immer genau, wo man sich befindet. Viel mehr werde ich euch aber auch jetzt nicht erklären, denn es geht nicht darum, wie man das Spiel spielt, sondern was das Spiel überhaupt bedeutet und wie es aussieht. Mit meiner Spitzhacke kann ich jetzt Bäume abbauen oder andere Holzgegenstände, die dann in meinem Inventar landen. Und damit kann ich halt, wenn ein Gegner auf mich schießt, wie jetzt hier in diesem Fall zum Beispiel, soll ich eine Schutzwand bauen. So, ich gehe jetzt mal in Richtung dieser Stadt. Dort befinden sich meistens viele Gegner. Ich kann also auch ein bisschen schneller rennen oder rutschen, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Ja, was noch wichtig zu erwähnen ist, ich zeige euch mal die Landkarte. Ihr seht diesen Kreis. Das ist der sogenannte Sturm. Wenn man sich außerhalb dieses Sturms befindet, also der lilane Bereich jetzt hier außen, dann stirbt man. Also dann, besser gesagt, wenn man sich innerhalb des Sturms befindet, stirbt man. Das heißt, man muss immer gucken, dass man sich innerhalb dieser freien Fläche befindet. Der Sturm wird natürlich im Laufe des Spiels immer enger. Das heißt, der Kreis wird immer kleiner, in dem man sich befinden muss. Das hat einfach damit zu tun, dass das Spiel so schneller vorbei ist. Das heißt, dass die Spieler sich irgendwann, die übrigen Spieler, in einem bestimmten Kreis nur noch aufhalten können und sich so eher begegnen. Also, wie gesagt, ich versuche jetzt nochmal hier in diese Stadt zu gehen.
vielleicht auf einen Gegner zu treffen. Also meine aktuelle Waffe hat so ein Zielfernrohr, da kann man natürlich auch nochmal ranzoomen. Hier unten im Haus. Hier könnte ich wieder ein bisschen... Ah, da scheint ein Gegner zu sein. Ah, den verfolgen wir mal. Wie gesagt, ich bin nicht der beste Spieler, aber ich denke, es reicht, um euch einen Eindruck zu verschaffen. Aber irgendwie hat er sich mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Versteckt sich. So, wir können auch mal auf die Land... Aha, jetzt hat sich jemand von mir gemeldet, sozusagen. Ja, hat sich jetzt zugebaut. Jo, habe ihn getroffen. Einen sogenannten Kill für mich gesammelt. Hab dadurch aber ein bisschen Schild verloren. Macht aber nichts. Ich kann mir hier gleich mein Schild wieder aufbauen. So, wir gucken nochmal auf die Landkarte und ihr seht, der lila Bereich wird enger. Das heißt, der Sturm zieht sich zusammen. Da muss man natürlich immer darauf achten, dass man innerhalb dieses Kreises bleibt, um nicht vom Sturm erfasst zu werden. Ja, ich denke, das reicht erstmal, um euch einen Eindruck zu verschaffen. Ihr habt gesehen, wenn man die Gegner tötet, dann ja, lösen sie sich quasi auf und werden zurück in die sogenannte Lobby geschickt. Das ist eigentlich schon das Wichtigste, was ihr wissen müsst über dieses Spiel. Ja, das war ein kurzer Einblick in das Spiel Fortnite. Jetzt noch, wie versprochen, ein paar Regeln, die ihr aufstellen solltet, wenn eure Kinder Fortnite spielen. Ein guter Tipp ist immer... Lasst eure Kinder einfach mal das Spiel erklären. Das heißt, indem eure Kinder euch erklären, worum es in dem Spiel geht, könnt ihr auch einschätzen, ob die Kinder wirklich verstanden haben, was dahinter steckt und inwieweit sie sich vielleicht schon von dem Spiel haben beeindrucken lassen. Es kann natürlich auch nicht schaden, wenn ihr eurem Kind eure Ängste und Befürchtungen einmal darstellt. Das heißt, wenn die Kinder genau wissen, warum sie vielleicht das Spiel nicht so lange spielen dürfen oder warum sie es überhaupt nicht spielen dürfen, ist es wichtig, ihn transparent zu machen, warum ihr als Eltern das Spiel verbietet. Denn so könnt ihr euch mit eurem Kind auf bestimmte Regeln festlegen. Eine große Gefahr besteht natürlich auch in der Spielsucht, die tatsächlich schon bei kleinen Kindern auftreten kann. Deswegen beobachtet euer Kind einmal, wenn es Fortnite spielt. Habt ihr das Gefühl, es entwickelt vielleicht Ängste oder besondere Anspannung, wenn es spielen darf? Möchte es nicht aufhören zu spielen? Vernachlässigt euer Kind andere wichtige Dinge, nur um Fortnite spielen zu können? Das könnt ihr wunderbar beobachten, mit eurem Kind auf jeden Fall darüber sprechen und ganz wichtig, feste Regeln festlegen und dann auch einhalten. Das war der kleine Einblick in das Spiel Fortnite. Jetzt seid ihr an der Reihe. Ihr seid Experten für eure Kinder und ihr müsst entscheiden, ob eure Kinder spielen dürfen oder nicht. Wichtig nochmal, wenn ihr euch dafür entscheidet, legt verbindliche Regeln fest, beobachtet eure Kinder, achtet auf eure Kinder und sprecht vor allen Dingen mit euren Kindern über das Spiel. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen, eine richtige Entscheidung zu treffen und wünsche euch, wenn es dazu kommen sollte, dass eure Kinder Fortnite spielen, auf jeden Fall gutes Gelingen bei der ganzen Geschichte. Ich würde mich, wie gesagt, über ein Like freuen oder auch über ein Abo. Und hoffe, dass wir uns in einem meiner anderen Videos noch einmal wiedersehen. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.